In einem meiner vorherigen Videos habe ich den Eco Popper vorgestellt. Einen Popper mit integrierter WLAN-Kamera. In diesem Video zeige ich euch die ersten Kontakte beim Schwarzbarschangeln. Das Smartphone habe ich an einem Brustgurt befestigt, um das Videosignal jederzeit überwachen zu können. Den 70 Gramm schweren Prototyp-Popper fische ich hier mit meiner Meeresspinnrute. Der Test erfolgte bei kaltem Wasser außerhalb der Topwater-Saison, dennoch zeigten sich schnell die ersten Bisse. Was war passiert? Schauen wir uns das Ergebnis der Popper-Kamera an. Wie man in der Zeitlupe auf ein paar Frames erkennen kann, war der Popper bzw. die Kamera schon im Schlund des Barschmauls. In Echtzeit bzw. live lassen sich mögliche Raubfische auf dem Smartphone beobachten. Oh! Ui! Ja! Damit ich möglichst gute Videobilder von der Popper-Kamera erhalte, hatte ich statt Drillingen Zwillingshaken montiert. Eine Fehlentscheidung. So ging dieser Barsch von bestimmt 50 cm leider verloren. Auf ein neues, diesmal mit Drillingen. Schon einige Meter verfolgte ein guter Schwarzbarsch den Popper, bis er ihn schließlich nach sage und schreibe einem 6-sekündigen Stopp nahm. Der Eco Popper ist also keineswegs ein Gimmick und auch nicht nur ein Fischsucher, sondern zweifelsohne auch ein guter Köder. Den Popper findet ihr auf der Webseite von eco-net.com. Über ein Abo meines Kanals und ein Like auf meiner Facebook-Seite würde ich mich freuen.